Servus, grüezi, hallo und moin moin. Ich melde mich heute mal aus Euthen, und zwar aus der Bergstraße. Hier, da wo ich wohne. Und hinter mir, ihr seht es schon, ein riesiger Müllberg, der hier einfach wieder illegal abgelegt worden ist. Und darüber habe ich auch bei Facebook heute schon einmal berichtet und habe natürlich wieder ganz viel Shitstorm bekommen. Und darum machen wir jetzt mal ein kleines Video. Nicht immer nur über Dinge reden und sie verurteilen, sondern ganz einfach, ich erkläre euch mal, was man hier im Landkreis Verden tun muss, wenn man Müll oder wenn man Sperrmüll bestellen möchte, was für Regeln man beachten muss. Und in diesem Video erkläre ich euch, wie oft und wie ihr den Sperrmüll bestellen müsst und was ihr dabei beachten sollt. Und das alles hier in diesem Video. Also bleibt dran. Yeah! Servus, grüezi, hallo und moin moin, mein Name ist Burkhard Kadu und ich sende heute von meinem kleinen YouTube-Kanal unter der Playlist-Rubrik Euthen regional und aktuell mit einem News-Update. Wie ihr gerade eben schon im Anteaser gesehen habt, geht es heute mal um Müllentsorgung. Ich wohne ja hier Euthen im Viertel am Berg. Und das ist so für viele Euthner so ein bisschen eine leicht verruchte Ecke, weil wir hier einige Mitbewohner haben, die das Image dieses kleinen Stadtteils Euthen Süd, sagt man da glaube ich auch zu, so ein bisschen in Verruf gebracht haben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht Dinge auch angreifen dürfen, kritisieren und vor allen Dingen ansprechen dürfen, ohne dass wir immer gleich in Verurteilungen und in Beschimpfungen kommen. Ja, da ist illegale Müllentsorgung und ja, das passiert ständig immer wieder. Ja, das sind verschiedene Menschen und ich gehe nicht auf Herkunft, Nationalität oder sonst irgendwas ein. Ich habe nur in meinem Posting bei Facebook gesagt, vielleicht haben die Menschen in ihrem Kulturkreis das nicht gelernt. Und dafür werde ich angegriffen. Was heißt es Kulturkreis? Kulturkreis bedeutet, das Wort Kultur ist Erziehung. Wo komme ich her? Was habe ich gelernt? Was ist mein Lebensstil? Und was Hans nicht mehr lernt, nein, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans schon nimmermehr. Irgendwo gab es mal ein Sprichwort. Also können wir über illegale Müllentsorgung streiten, schimpfen und Leute, die den Finger in die Wunde legen, gleich beschimpfen. Oder wir machen eins, Aufklärungsarbeit. Und das habe ich jetzt vor. Also, für all diejenigen, die von ihren Eltern vielleicht nicht gelernt haben, wie man Müll richtig entsorgt oder was zu tun ist, oder für die Neubürger, die eingezogen sind und das in ihrem Zuhause niemals gelernt haben, egal wo, ob dieses Zuhause Pinneberg, Paderborn, Pforzheim war oder ein anderer Ort, ich erkläre euch, wie es hier im Landkreis Verden funktioniert. Also, seid ja alle irgendwie angemeldet, ihr wohnt in eurer Wohnung, in eurem Haus und ihr zahlt Müllabfuhrgebühren. Und über diese Müllabfuhrgebühren habt ihr das Recht, die gelben Säcke zu beantragen. In einen gelben Sack gehört wiederverwertbarer Müll. Diese gelben Säcke bekommt ihr in Euthen kostenlos. Im Gegensatz zu Bremen, da muss man dafür noch bezahlen. Diese gelben Säcken erhaltet ihr im Landkreis Verden in folgenden Geschäften. Im Abfallhof Euthen. Den Abfallhof Euthen, den gibt es in der Rudolf-Diesel-Straße 31 im Industriegebiet. Und zwar zu den Öffnungszeiten montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Montag und Mittwoch von 13 Uhr bis 16.30 Uhr und am Samstag zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr bekommt ihr beim Abfallhof Euthen kostenlos die gelben Säcke. In die gelben Säcke, da gehört nur wiederverwendbarer Müll, wo das Zeichen des dualen Systems aufgedruckt ist. Und mit dem Kauf der Produkte habt ihr das Recht, die gelben Säcke hier im Landkreis Euthen kostenlos zu nutzen und an den speziellen Tagen vor die Tür zu stellen. Nicht für anderen Müll, nur für wiederverwertbaren Müll. Im Abfallhof Euthen, da könnt ihr übrigens kostenlos als Anwohner der Gemeinde Grünabfall je 0,1 Kubikmeter bis für einen Euro. Je 0,1 Kubikmeter ist gleich 1 Euro. Maximal einen Kubikmeter könnt ihr dort abgeben. Bauschutt je 0,1 Kubikmeter zum Preis von 3 Euro. Den Grünabfall für 1 Euro. Ihr habt einen Kompost im Garten, wenn ihr einen habt. So, und die Bürger aus Euthen können dort Restabfall Holz jeweils
kostenlos abgeben. Elektro- und Elektro-Kleingeräte, 30x30 bis 25 cm und Korken, CDs und DVDs könnt ihr dort kostenlos abgeben. Das gehört nicht in diesen gelben Sackmüll, nicht in den Hausmüll und schon gar nicht auf die Straße als Sperrmüll. Jetzt kommen wir aber zum Sperrmüll. Jawohl, was ist Sperrmüll? Sperrmüll ist großflächiger Müll. Also, zu Sperrmüll zählen hinzu Sofas, Liegen, Teppiche, Auslegeware, wenn sie verschnürt ist. Schränke, große, natürlich zerlegt. Warum, erkläre ich gleich. Tische, Kommoden, Bettgestelle, Matratzen, Sessel, Stühle, Hocker, Regale. Nicht länger und nicht breiter als 2,20 Meter mal 1,50 Meter. Leere Koffer, die passen nicht in die Mülltonne rein. Die gehören zum Sperrmüll, weil sie ja sperrig sind. Da kommt der Name her. Öfen ohne Öl und Schamottsteine, wohlgemerkt, die müssen wieder extra entsorgt werden. Fahrräder, Roller, Schiebkarren, Kinderwagen, Gartenmöbel und Geräte sowie Verbrennungsmotor, Rasenmäher ohne Öl und Treibstoff. Das gehört in den Sperrmüll. So, Elektro- und Elektro-Kleingeräte werden beim Abfallhof entsorgt. Ist alles ganz einfach hier in Euthen und in Deutschland. Ganz einfach. Wenn ihr Terminfragen habt, könnt ihr sie an die Firma Nielsen, die damit zuständig ist, unter der Telefonnummer 04232931713 und 13 anfragen. So, aber wie kriege ich jetzt den Sperrmüll nach Hause? Jeder Gebührenzahler, jeder Haushalt, der Gebühren zahlt für die Abfallentsorgung, hat das Recht, zweimal im Jahr kostenlos Sperrmüll zu buchen. Und dazu geht ihr entweder ins Rathaus oder im Landkreis Pferd und holt euch diese Anforderungskarte. Und da tragt ihr euren Namen ein und auf der Rückseite kriegt ihr denn diese Post irgendwann diese Karte wiedergeschickt. Und da steht dann der Termin, wann euer Sperrmüll definitiv abgeholt wird. Aber ihr könnt auch die Sperrmüllabfuhr online bestellen unter www.landkreis-pferden.de. Und wenn ihr diese Karte abgegeben habt, habt ihr das Recht, an dem Tag euren Müll bis zu einer Größe von 5 Kubikmeter abzugeben. Aber auch nur die Person, die angefordert hat. Was sind 5 Kubikmeter? Ich habe heute mit Firma Nielsen telefoniert, weil ich recherchieren wollte für diesen Bericht, um ganz einfach mal zu erklären, wie funktioniert das. Also 1 Kubikmeter ist 1 Meter mal 1 Meter. Mal 1 Meter, also ein Würfel von 1 Meter. Und das mal 5 ist die maximale Anzahl an Menge, die ihr an Sperrmüll abgeben dürft. Jetzt haben wir natürlich, und nicht nur in Euthen, sondern in ganz Deutschland, die sonderbare Vermehrung des Mülls. Der Nachbar, ja, der hat Sperrmüll bestellt und dok, 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 am nächsten Morgen, wumm, ist es ganz viel. Aber das könnt ihr nur machen, wenn ihr mit dem Nachbarn auch gesprochen habt, denn er ist derjenige, der für den Müll verantwortlich ist. Sollten sich irgendwelche Hinweise finden, dass illegal entsorgt wird und es sind noch irgendwelche Adressaufkleber, Zeitungsaufkleber, dann kann man den Müll zurückverfolgen. Geht übrigens auch sehr gut bei dem illegal entsorgten Müll. Also, wenn ihr den Müll bestellt habt für den Tag morgen zum Beispiel, dann hättet ihr das Recht, ab heute Abend den Müll rauszustellen. Immer nur einen Abend vorher. Nicht 3 Tage, nicht 5 Tage, nicht 10 Tage. Und wenn dort irgendwo Müll entsorgt worden ist und es ist scheinbar Sperrmüll bestellt, habt ihr nicht das Recht, euren Müll dazuzulegen. Aber es ist natürlich immer besser, den Müll zu einem bestellten Sperrmüll hinzuzulegen, als ihn einfach zu entsorgen. So, und jetzt noch einmal, das geht nicht, einfach den Müll auf die Straße stellen. Und ich habe das Facebook angemarkert, habe ein Foto gemacht von dieser wiederholten illegalen Müllentsorgung und kriege sofort wieder böse Kommentare, dass ich irgendwie in eine Richtung oder rechts oder links oder mittig, nein, ich bin Bürger hier in Euthen und die Straßen sehen scheiße dreckig aus, wenn irgendwelche Leute einfach Müll entsorgen. Und darum erklären wir das. Also, regelmäßiger Müll im Müllfahrzeug vor die Tür in eurem Mülleimer, wo ihr Gebühren für zahlt. Wenn ihr Gebühren dafür bezahlt, und das tut jeder, der ordnungsgemäß angemeldet ist hier in Euthen, der hat das Recht, zweimal im Jahr Sperrmüll anzufordern. So, und wer den gelben Sack nutzen möchte, wiederverwertbar, wir Deutschen sind übrigens Weltmeister im Mülltrennen, der kann im Abfallhof Euthen sich diese gelben Säcke kostenlos abholen. In Bremen kosten sie extra. Beziehungsweise man bekommt 2 kleine Tickets, um zweimal im Jahr einen Beutel in Bremen kostenlos zu kriegen. Hier kriegt ihr das ganze Jahr. Und
im Abfallhof Olten, da könnt ihr die gelben Säcke bestellen, aber genauso in der Esso-Tankstelle von Herrn Höper, jawohl. Und in der Hauptstraße 54 in Olten, da gibt's auch gelbe Säcke, egal ob ihr tankt oder nicht. Tabakwarengeschäft, ja, Rocky, im Wedacker 2 bis 6 neben dem Kombimarkt, da gibt es gelbe Säcke kostenlos. Und in der Gemeinde Olten, Hauptstraße 55 im Rathaus, zu den üppigen, warten wir, zu den üppigen Besuchszeiten, die wir, das ist die Kreisverwaltung, die wir im Rathaus in Olten haben, könnt ihr jederzeit dorthin, wenn offen ist, und dann könnt ihr euch kostenlos einen gelben Sack holen. Soweit mein kleines Statement zur Müllentsorgung. Und ich hoffe, ich habe euch nichts Neues erzählt, denn das, dass wir Müll entsorgen, ordnungsgemäß, und dass wir Sperrmüll bestellen, das haben wir doch eigentlich mit der Erziehung mitbekommen. Und wer hier nicht erzogen ist, sondern in Pinneberg, Paderborn oder in Pforzheim, und der das nicht mitbekommen hat, hier in Niedersachsen, hier macht man das. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich etwas gegen Hessen hätte oder ich hätte etwas gegen Nordrhein-Westfalen oder gegen Menschen aus einem anderen Herkunftsbereich, wie zum Beispiel Ostfriesland oder Ostdeutschland oder aus sonstigen anderen Regionen oder Menschen, die in unsere Gemeinde hergezogen sind, aus ganz anderen Hintergründen. Aber eins ist wichtig, Zusammenleben geht nur, wenn wir uns gegenseitig auch zusammenreißen und wenn wir auch Dinge ansprechen dürfen, die dem anderen auf der Seele liegen. Und das darf nicht verboten sein. Und darum bin ich so dankbar, dass wir in der heutigen Zeit das Medium YouTube haben, wo wir in alle sozialen Netzwerke unsere Meinung kundtun können, damit wir alle ein bisschen Zivilcourage beweisen können. Denn das, was ich hier gerade mache, ist verdammt nochmal echt Zivilcourage, nämlich Dinge anzusprechen, die alle stören. Aber die wenigsten trauen sich, etwas zu sagen. In diesem Sinne, bestellt lustigen Sperrmüll und räumt ein bisschen auf, denn alles, was ihr ein Jahr lang nicht benutzt habt, braucht man eh nicht. Da könnte man ein eigenes Video drüber machen. Wie räume ich meine Hütte auf? Das machen wir vielleicht aber am nächsten Mal. Soweit hier aus Olten Süd. Mein Name ist Burkhard Kato. Denkt dran, wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal. Unten könnt ihr euch angucken, was für andere Videoprojekte ich noch habe. Hat mir eine Freude gemacht, wieder mal etwas beizutragen fürs Allgemeinwohl hier in Olten, im Landkreis Verden, im schönen Norddeutschland. Alles Gute, bis dann. Servus, tschüss, bye bye.